Ein Spiel, gepublished von Nintendo. Und entwickelt von Rareware. Ist längst überfällig auf meinem Kanal. Die Rede ist von Banjo-Kazooie für das Nintendo 64. In Europa am 17. Juli 1998 erschienen. Es war damals ein Oberknaller. Es rangiert auf Platz 10 der meistverkauften N64-Spiele. Damals interessierten sich 3,65 Millionen Menschen für das Game. Es ist ein 3D-Jump'n'Run mit Action-Adventure-Elementen, ähnlich wie Super Mario 64. Häufig wurden die beiden Games auch miteinander verglichen. Banjo-Kazooie kommt ganz nah dran. Für einige ist es sogar besser. Es hat grandiose Kritiken eingestrichen. Und auch musikalisch kann es auf jeden Fall mit Mario mithalten. Die Musik wurde von Grant Kirkhope, dem zweiten genialen Komponisten von Rare, neben David Wise produziert. Und nachdem ich so lange gewartet habe, kommt jetzt endlich mein Blind Let's Play zu Banjo-Kazooie. Die erste Frage, die ich euch beantworten muss, ist: Warum habe ich Vollidiot, obwohl ich ein Rare-Fan bin, dieses Spiel nie gespielt? Meine ehrliche Antwort: Ich habe damals nichts davon mitbekommen. Keine Ahnung, wie das geschehen konnte, aber ich habe einfach noch nie was davon gehört. Später, als der GameCube rauskam und Rare aufgekauft wurde, habe ich von dem dritten Teil was gehört. Banjo-Kazooie Schraube locker, was nur für Xbox 360 erhältlich ist. Und dazu habe ich mir dann was angeguckt und fand es einfach kacke. Ja, und dann habe ich mich nicht mehr näher drum gekümmert. Oh cool, wir können die Sprache auswählen. Und da gibt es ein Zeitlimit. Warum gibt es hier ein Zeitlimit? Was passiert, wenn es abläuft? Okay, dann wird das aktuell Ausgewählte einfach angenommen. Ja, aber der dritte Teil von Banjo-Kazooie, der ist nicht mit den anderen beiden zu vergleichen. Also mit Banjo-Kazooie und mit Banjo-Tooie, die beide für das N64 rauskamen. Das habe ich auch erst später herausgefunden. Und ja, dann dachte ich mir, gut, wenn es jetzt eh schon an mir vorbeigelaufen ist, na cool, dann zocken wir es doch wenigstens als Let's Play durch. Apropos zocken, Banjo zockt gerade auf einem uralt klumpigen Gameboy. Der allererste. Spielt der Donkey Kong? Also es hört sich jedenfalls so an, als würde er Bananen einsammeln und auf den Reifen rumhüpfen, oder? Zumindest die Musik ist allerdings nicht Donkey Kong typisch. Na egal, das hier ist der Dateiauswahlbildschirm und das ist ja schon mal sehr, sehr schön, wie sie das designt haben. Das gefällt mir am besten, also nehme ich Datei 3. Normal beginnt man mit 1, aber ich habe mich jetzt für die coolste Szene entschieden. Und da geht's auch schon los mit dem Intro. Wie gesagt, das Spiel ist blind, ich kenne es nicht und deswegen wird es auch sehr, sehr schwer, weil wir es trotzdem zu 100% durchspielen wollen. Ich komme gleich dazu. Jetzt schauen wir uns erstmal an, worum es eigentlich geht. Die Musik ist so cool. Das merkst du sofort, dass es Grant Kirkhope ist. Dingpot, mein Kessel, sage geschwind, wer ist hier das schönste Kind? Ja, was soll ich sagen? Selbstverständlich du, Grundhilda. Weise gesprochen, schlauer Topf. Ich habe hier den schönsten Kopf. Doch da gibt es ein Mädchen. Das kann nicht sein! Niemand hier darf schöner sein. Die kann gut reimen. Tutti ist so süß und klein, sie ist die hübscheste von allen. Was? Du mieser alter Kessel! Ich mache aus dir einen Sessel! Tutti ist nicht nur hübsch, sie ist ein wahrer Engel. Oh. Dem Biest werde ich es zeigen.
Du bist ja das Biest. Oh Mann. Damit wäre der Bösewicht auf jeden Fall schon mal ausgemacht. Und hier ist Tiny Kong. Ich meine Tootie. Aber ist die Tiny auf jeden Fall verdammt ähnlich. Ich frage mich nur, wenn dieses kleine Mädchen und die Hexe die schönsten im Land sind, wie sehen dann die anderen Charaktere aus? Na gut, der ist ja schon mal nicht so hässlich. Hallo Tootie, wie geht's? Sobald mein Bruder aufwacht, stürzen wir uns ins Abenteuer. Okay, das kann wohl noch ein bisschen dauern, denn der pennt gerade. Der ist genau wie ich. Es ist schon Tageslicht draußen, aber es juckt ihn nicht. Wach endlich auf, damit das Spiel beginnen kann. Ja, ja, der typische Rare-Humor. Er dringt schon nach wenigen Sekunden durch. Aus Tootie mache ich Mäusefutter. Bald sieht sie älter aus als meine Mutter. Aber diese Reime finde ich echt geil. Vor allem gut übersetzt. Ist das dein Bruder? Wo denn, Herr Maulwurf? Dort oben am Himmel. Das ist doch nicht der Bruder. Eigentlich nicht, nee. Du arme kleine Maus, dein Spielchen ist jetzt aus. Oh oh, da draußen passiert was. Ah, Hilfe! Da hilft kein Gekratze, ich mach aus dir eine Fratze. Matratze, hätte besser gepasst. Oh nein, die Hexe hat die Kleine entführt. Hilfe! Banjo, wach endlich auf! Wach auf! Was ist los? Ist mein Amazon-Paket schon gekommen? Ist doch egal! Draußen gibt's Ärger! Aber ich habe ein New 3DS bestellt. Coole Lache. Und dabei gab's den New 3DS damals noch gar nicht. Na egal, das hier ist unser Hauptprotagonist. Banjo, der Bär. Allerdings ist auch der Vogel, Kazooie, ein Hauptcharakter. Benannt nach dem Instrument Kazoo, was wohl eine Trompete ist. Und aus rechtlichen Gründen haben sie den Charakter dann halt Kazooie genannt. Warum schauen deine Mülltonnen eigentlich so aus, Banjo? Ach, du bist ja wirklich ein unordentlicher Bär. Aber das alles ist jetzt nicht wichtig. Was ist hier draußen geschehen? Du warst Zeuge. Erzähl's mir. Hi, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Jo, und ich bin Banjo und das ist meine Freundin Kazooie. Komische Freundin. Kann das Ding sprechen? Besser als du, Hasenhirn. Voll gedisst. Hey, was war denn hier draußen los, sag mal? Ich wollte eigentlich noch bis 4 pennen. Wo ist eigentlich meine Schwester? Die miese Hexe Grundhilda stach vom Himmel herab und hat sie entführt. Beruhige dich, Kleiner. Wir befreien Tootie. Wohin ist diese Hexe entflohen, hm? Sie flog zu ihrer schaurigen Höhle. Das wird kein Ausflug, Freunde. Ihr braucht einige Lektionen, bevor ihr losziehen könnt. Wenn ihr Moves lernen wollt, drückt A. Wer schon alles weiß, sollte B drücken. Okay, dann drücken wir mal A, weil wir sind Noobs. Ich zumindest. Aber schön, dass man als erfahrener Spieler das Ganze auch skippen kann. Yo, Bottles, wir könnten deine Hilfe gebrauchen, so. Schaut euch nach meinen Maulwurfshügeln um. Stellt euch daneben und drückt B. Bis gleich. Dass die sich nicht fragen, was heißt denn das? Drück A, drück B. Und will er ernsthaft, dass ich 2 Meter gehe und dann nochmal B drücke? Junge, ich weiß, wo B ist, danke. Sucht den nächsten Maulwurfshügel und drückt B. Wir sprechen... Ach so, okay. Du hast dich etwas undurchsichtig ausgedrückt. Er meinte nicht diesen Maulwurfshügel. Na schön. Vorhin habe ich gesagt, das Spiel wird blind und 100% gespielt und das sei sehr, sehr schwer. Jetzt kann ich euch auch sagen, warum. Und zwar, das Spiel ist mit Donkey Kong 64 zu vergleichen. Es gibt auch hier sehr, sehr viele Dinge zu sammeln und man muss natürlich im Optimalfall wissen, wo die sind. Ansonsten muss man sehr viel suchen. Da ich es aber nicht weiß, wird es dementsprechend schwierig. Aber ich freue mich sehr drauf, denn Gameplay, Musik und alles drum und dran wird mit Sicherheit mega episch. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf, Banjo und Kazooie zu begleiten. Yo, Bottles.
Hallo, wir fangen mit der Kontrolle der Kamera an. Ihr steuert sie mit den C-Knöpfen. Ah, das nervt. Das weiß doch jeder, verdammt. Zeig erstmal, was du kannst. Drücke die R-Taste, um die Kamera hinter Banjo zu bringen. War das schon alles, Würmerfreund? Nein. Halte R gedrückt, um die Kamera hinter deinen Federhintern zu positionieren. Wir sehen uns am nächsten Maulwurfshügel. Kann es sein, dass die beiden nicht gerade die besten Freunde sind? Also Kazooie und Bottles, der Maulwurf. Zumindest höre ich da den ein oder anderen Diss heraus. Naja, was soll's. Hier ist gleich der nächste. Das mit der Kamera weiß ja wirklich schon jeder. Im Springen seid ihr keine Weltmeister. Pah, was wissen blinde Maulwürfe über das Springen, hm? Nichts, oder? Mehr als du, Flöte. Zum Springen drückt ihr A. Haltet ihr A gedrückt, springt Banjo noch höher und das sogar dank dieses Federviechs. Oh, wow. Hä? Wieso... Ach so, ich dachte, er will, dass ich jetzt von Baumstamm zu Baumstamm springe. Na egal. Naja, du bist irgendwie doof. Was willst du? Ich schau wenigstens nicht so bescheuert aus. Springt und drückt in der A, also A in der Luft, um noch höher springen zu können. Zumindest, wenn es das Federviech hinkriegt. Ja, also er wollte, dass ich es ihm halt hier zeige, deswegen hat er mich jetzt angemotzt. Boah, wir wissen jetzt alles. Lass uns davon ziehen. Nicht, bevor ihr diesen Move kennt. Stellt euch so hin wie ich. Hm? Wie eine lächerliche Figur, die eine Brille aufsetzt und blöde aus einem Erdloch rausgrenzt? Schnabel. Haltet den Z-Trigger und drückt dann A, um einen Salto auszuführen. Und wenn du mich weiter nervst, dann bringe ich dich zu KFC, kapiert? Jetzt wird's hart. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schöner Rückwärtssalto. Das waren alle Sprünge. Übt fleißig. Mit dem Federvieh wird das nötig sein. Ja, ist schon irgendwie cool, auf jeden Fall. So, ich glaube, ich soll mir das Ding da hinten holen, oder? Ich weiß natürlich schon in etwa, was man alles sammeln muss. Es gibt so goldene Honigwaben, die mit Herzteilen zu vergleichen sind. Und ich glaube, das sind die. Gestatten, Honigwabe. Sammelt 6 von uns leeren Honigwaben ein, um die Energieleiste zu erweitern. Ja, genau, das sind die. Also man muss 6 Stück, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, finden. Und dann bekommt man ein neues Leben. Aktuell haben wir 5 Stück. Ah, hier sieht man sogar, was man alles sammeln muss. Ja, perfekt. Da gibt es Noten, die sind so gesehen die Münzen. Eier oder sowas in der Art, da weiß ich gerade nicht, was das ist. Federn, einmal rot, einmal golden, kann ich euch auch nicht sagen, was es ist. Dann gibt es die Puzzleteile, das ist das Wichtigste, was man da finden kann. So gesehen die goldenen Bananen aus DK64 oder die Sterne aus Mario. Irgendwelche Totenköpfe und dann noch Schnabelmonster. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es pro Welt gibt und ob das hier überhaupt schon eine Welt ist oder ob das einfach nur ein Tutorial-Level ist. I don't know. Auf jeden Fall gibt es hier die leeren Honigwaben und die werden wir wohl sammeln, so viele wie nur gehen. Ihr könnt ja mal in die Kommis posten, was man pro Welt so alles finden kann, denn wie gesagt, wir wollen es zu 100% spielen, auch wenn das schwierig wird. Na, Lust auf eine kleine Unterwassertour? Das Federvieh müsste ohnehin duschen. Och du, nee, lass mal. Banjo, du Weichei. Ich will schwimmen, denn er hat tatsächlich recht. Ich habe lange nicht mehr geduscht. Aber er auch nicht. Das tut nichts zur Sache. Mit dem 3D-Stick schwimmst du an der Oberfläche. Drücke B, um zu tauchen. Los. Hey, spiel dich nicht so auf, ja? Ups. Das war nicht gewollt. Aber gut zu wissen, dass man auch in die Ego-Perspektive wechseln kann, um sich umzugucken. Einfach den C-Knopf oben drücken. Weil es gab ja damals noch keinen C-Stick, sondern die C-Knöpfe auf dem N64. Und irgendwie sieht das total süß aus, wie der da herumplanscht, oder? Mit dem Stupsnäschen. Wirklich süß. Was war das? B zum Tauchen? Aha. Unter Wasser paddelt Banjo mit den Beinen, wenn A gedrückt wird. Unser geflügeltes Bewegungstalent tritt in Aktion, wenn man den B-Knopf drückt. Ah, okay. Halt, was ist das?
Oh, cool. Gleich die nächste. Leere Honigwabe. Aber ich glaube, ich nenne die lieber goldene Honigwaben. Das ist irgendwie cooler. Oh, Vorsicht, es gibt auch eine Luftanzeige. Also da links, ne, wird so ein bisschen Druck aufgebaut. Oh, habt ihr das gehört? Er hat sogar Luft geholt. Wie cool. Moment. Hat man es gehört? Nettes Detail. Gefällt mir. Wo war jetzt dieser Maulwurfsflügel? Da, okay. Ich möchte hier so ein bisschen systematisch vorgehen, sonst verliere ich komplett den Überblick. Ich kenne mich hier ja nicht aus. Aber auf jeden Fall sickert jetzt schon durch, dass das Spiel viel zu bieten hat. Und das freut mich. Heieiei, was geht hier ab? Ja, mit der alten N64-Grafik muss ich auch noch ein bisschen klarkommen. Da kann ich so die Höhenunterschiede und Entfernungen nicht ganz einordnen. Hier ist gleich die dritte goldene Honigwabe und noch mehr. Eine goldene Trophäe. Wollen wir mal versuchen, die zu holen. Ah. Betonung auf versuchen. Das war wohl nichts. Aber ich habe es extra angesprochen. Ich kann da bei der N64-Grafik manchmal nicht so gut die Entfernungen einschätzen. So, und was mir gleich auffällt, ist, Banjo ist nicht der allerschnellste. Ich hoffe, man bekommt noch irgendeinen Move, um sich schneller fortzubewegen. Oder eine Art Long Jump, wie es bei Mario halt der Fall war. Aber bislang hat er mir sowas jedenfalls nicht beigebracht. Ah, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ich glaube, ich spinne. Und zwar schon bevor ich den ersten Sprung setzen konnte. Ja, ihr müsst mir da halt auch noch ein bisschen Zeit geben, ne? Bis ich mich da so an die Steuerung gewöhnt habe, kann etwas Zeit vergehen. Das sollte bei einem Blind Let's Play aber auch erlaubt sein. Und dann bestimmt noch nicht alle Moves gelernt. Weil es gibt natürlich auch Gegner in diesem Spiel, aber welche das sind und wie man sie angreift, dazu wurde noch kein Ton gesagt. Ach, das war ein Extra-Leben. Aha. Hallo, ich bin ein wertvolles Extra-Leben. Gut zu wissen. Ebenfalls gut zu wissen, immer hinter einen Wasserfall gucken. Denn da ist zu 90% ein Secret. Hey, apropos Secret. Was macht denn bitte schon diese Honigwabe auf diesem Baum? What the hell? Du kannst nicht klettern? Dumm? Das ist ein bisschen schwach. Oder muss mir das der Maulwurf erstmal beibringen? Hier ist auf jeden Fall der nächste Maulwurfshügel. Hui! Hey, Banjo. Ich hoffe, du bist schwindelfrei. Ich auf alle Fälle. Los, erzähl endlich vom Fliegenwurzelfresser. Später, Kazooie. Banjo, springe an einen Baum und nutze den 3D-Stick, um daran hinaufzuklettern. Dein Ernst? Musste der mir jetzt wirklich das Klettern beibringen? Okay, das sollte man als Baum, Quatsch, als Bär eigentlich drauf haben. Als Baum nicht unbedingt, aber als Bär auf jeden Fall. Na gut. Und ich glaube, wir können tatsächlich hier schon ein neues Leben zusammenstellen. Jedenfalls fehlen mir nur noch zwei goldene Honigwaben. Und das sollte ja wohl möglich sein, die noch zu bekommen. Was gibt's denn hier? Muffins? Ach nein, das sind Felsbrocken. Die sehen aber irgendwie aus wie Muffins. Leckere, schöne Schokomuffins. Zum Ausführen der Pickparade brauchen wir die Hilfe des wackeligen Hühnerbeins. Immerhin habe ich Beine, mein kurzer Freund. Halte den Z-Trigger und drücke dann den B-Knopf. Die werden definitiv keine Freunde mehr. Cool. Die Attacke gefällt mir auf jeden Fall. Siehst du, Banjo? Das Federvieh ist doch zu etwas zu gebrauchen. Ah, nächstes Mal bist du dran, du Bastard. Hey, hey, kriegt euch mal wieder ein, ja? Wir können das alles ruhig an einem Tisch besprechen. Okay? Nein? Schade. Hier oben war ich auch noch nicht, oder? Nein, ich glaube, hier war ich noch nicht. Banjo, es ist an der Zeit, den Bärenpunch zu lernen. Bereit? Ja, klingt cool. Wow, ist voll nice. Drücke einfach B, wenn du stehst oder dich nur langsam bewegst. Obercool, das check ja sogar ich.
Wie wäre es mit dem frechen Vogel als Opfer? Ja, ja, komm nur her, du freche kleine Blindschleiche. Ja, nur ein Witz. Calm down. Ich suche eine echte Herausforderung für dich, okay? Da kommt Topper. Zeig sie ihm, Banjo. Topper? Für mich ist das eine Karotte, aber egal. Hier. Bam. Der Move ist irgendwie lame im Vergleich zu dem anderen. Wow, netter Versuch. Und was ist mit mir? Ja, komm, du darfst auch mal. Ja, du musst schon treffen, Kazooie. Was? Das überlebt er? Aber diesen Bärenpunch nicht, oder wie? Seems legit. Jetzt zeige ich dir die gefürchtete Bärenrolle. Hallo, ich will lernen, wie man fliegt. Was du willst, interessiert keinen. Nun, renne und drücke B für eine Rolle. Ich suche ein geeignetes Ziel. Eine Zwiebel. Okay. Also dieser Bärenpunch ist mir irgendwie unsympathisch. Die anderen zwei Attacken sind viel, viel cooler. Aber es ist wohl so, als könnte man nicht jede Attacke auf jeden Gegner anwenden. Seltsam. Jetzt zeige ich dem Quietscheentchen einen Trick. Hoffentlich ist es ein guter Trick, Blindfuchs. Wenn du im Sprung den B-Knopf drückst, dann machst du den Schnabelsprung. Wo ist Collywobble? Was, wer? Hilfe! Das ist, glaube ich, Blumenkohl oder sowas in der Art. Auch der Move ist cool, aber da muss man nah am Gegner dran sein. Nicht schlecht, zumindest im dritten Versuch. Ja, ja. Noch einer. Na gerne. Hier! Hast was zu essen. Wundervoll! Okay, es ist soweit. Auf dem Spiral... oder auch Spiral Mountain erzähle ich euch, wie es weitergeht. Haben die die Levelnamen nicht eingedeutscht? Komisch. Auf jeden Fall haben wir ein neues Leben. Yeah. Und das schon hier im Tutorial-Level. Andere Sachen gab es hier aber nicht zu finden, oder? Also ich habe jedenfalls kein Puzzleteil gesehen, keine Noten und ansonsten auch nichts. Ich bin eine leckere Honigwabe und stecke voller Energie. Ja, ich glaube, mit den Dingern kann man sich heilen. Also man muss unterscheiden zwischen gefüllter Honigwabe und leerer Honigwabe. Aber das soll es jetzt erstmal für diesen Part gewesen sein. Daumen hoch, wenn es euch ein bisschen gefallen hat. Und ich würde sagen, ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben, denn Banjo-Kazooie ist zu 100% ein Game, was man sich auf jeden Fall mal reinziehen sollte. Bis zum nächsten Part. Tschüss.